Hallo, es ist wieder Freitag, diesmal wieder was Neues im Video. Was habe ich so die Woche gemacht? Geht einfach mal mit mir mit einem Suchcell auf die Suche. Es ging die Woche einmal um Kinder. Ich habe den Waldkindergarten im Krötenweg besucht, durfte dort Suppe mitessen, war lecker, herzlichen Dank. Wir haben eine Schulung gehabt zu unserem Kita Programm, wo man demnächst online seine Kinder für den Kindergarten anmelden kann, als Service eben statt Papierweg. Und wir haben uns um den Bedarf an Kita-Plätzen gekümmert und dort auch mehrere Besprechungen gehabt. Dann geht es weiter mit unserem Dauerthema Freibad. Wir hatten mehrere Telefonkonferenzen, es gab Gespräche und Abstimmungen zu den aktuellen Zahlen, zur Machbarkeitsstudie, zu Kostenzuordnungen und eben mit der Regierung von Unterfranken zu Förderregeln, dass wir den höchstmöglichen Fördersatz bekommen, demnächst im Stadtrat. Dann auch ein ständiges großes Thema, Thema Bauen. Es gab zum Gewerbegebiet Sonnenberg und zum Kreisel Gespräche, zu den derzeitigen Baustellen Kindergarten Obervolkach und zur Josef-Wächter-Straße. Die wird in circa 2 Wochen dann endlich plangemäß und auch kostentreu entsprechend geöffnet. Dann ein Thema, das Pflichtaufgabe ist, Feuerwehr. Wir hatten die Woche wieder einen Workshop zum Feuerwehrbedarfsplan. Wir haben mehrere Beschaffungen besprochen und es geht auch beim Feuerwehrhaus Dimbach beim Neubau weiter. Es waren dann noch mehr Wörter hier drin versteckt. Ich habe noch eins für euch und zwar Sprechstunde. Ich hatte die Woche meine erste Bürgersprechstunde. Und jetzt noch zum Abschluss wünsche ich euch ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende.